Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier den Drescher der Marke John Deere, den 55 hier vorstellen. Der kostet hier wie immer 1100 Euro und hat 58 3540 Liter, ist der Kornspeicher groß und hat hier ein Tankvolumen von 2 Liter und 20 km/h sehr schnell und hat PS an Leistungsspeicher. Okay. Wir können hier Beispiel hier hinten das hier ändern. Ausschauen von dem Design her, wie wir sehen. Ändert sich jetzt Aufkleber an. So her. Dann können wir hier hinten das roten Häcksler hinten ran tun. Dann hier diesen Aufbau. Dann müssen wir kurz mal schauen. Ah, hier war das. Sack daher und dann hier vorne her haben wir jetzt, ich glaube, da haben sie irgendwas vergessen. Sollte vielleicht noch mal sein, offen da hockt. Und ihr seht, dann sind Hühnchen vorne so. Also, Ding eher so kaufen. Da drin haben sie, weil ja, es sollte die Kabine normalerweise. Seitlich Aufkleber ausblenden damit. Würden dann mir persönlich, wenn ich ihn halten würde, kaufen. Was machen? Ich habe den noch anders auf dem Feld schon mal stehen. Dann haben wir hier. Oh. Triebwerk für unseren Drescher. Der Z056. 5000 Euro, also mehr als wieder Drescher. Ist Gold wert. So, und dann kann man es hier ohne diesen Zinken kaufen, was dann hält. Weniger. Hoffen wir mal so. Mal hier unten. Schon mal da stehen. Das Komische ist, wenn man dann einsteigt, ist die Kamera irgendwie nach hinten gerichtet. Was haben wir hier noch vorne? Dann ist er auf einmal wieder nach hinten gerichtet. Da haben wir hier also einmal hier die Ansicht, hinten Ansicht, diese Ansicht. Und so ist man mal so zurück. Ist sehr langsam. Ach so, kein Wunder, wenn ich auf der Bremse stehe mit dem anderen und mit dem Fuß. Ja. Also, haben wir immer angehängt. So, fahren wir schon ein bisschen mit Schlamm, wenn man hier vor mal im Feld ist. Outbasic klingt der ja cool schon mal. Man sieht bei den anderen, was ich schon gekauft habe. Also schnell ist er gerade nicht. Also 20 km/h sollte machen. Wir machen jetzt gerade mal so auf dem Feld schon mal 16. Also die Pedale ja drin ist noch nichts animiert. Das klingt gerade schon. Nein. Wirklich. Haben sie irgendwie vielleicht vergessen, dass also das ausblenden könnte wegen der Kabine. Ich glaube, das wäre einer gewesen, was nochmal offen wäre. So, jetzt mal. Da braucht man schon mal den Drescher nicht ausklappen. Schauen wir mal, wie das hier wirkt. Schon mal. So, direkt schon mal los. Wir schauen mal nach hinten. Jetzt nach hinten hin. Also. Hier. Schon mal die Strohschwade schon mal so da hängt, also zumindest was anderes würde ich mal sagen, haben sie das irgendwie verschoben, das mit den Partikeln. Hupe geht schon mal und umläuft auch. So, können wir auch ausfahren, wie wir sehen, gucken wir, was dann noch machen können. Sonst haben wir eigentlich nicht viel Auswahl. Wir mal uns so stehen lassen, mach mal hier von anderen hier unseren Lichtfest mal. Und hier klingt ja nicht schlecht. So. Machen wir mal den. Ja. Lampen sehen auch ein bisschen komisch aus. Da muss uns mal überraschen. Bin auch mal gespannt, wie die Lok ausschaut. Wir haben Callstack schon mal drin.
Art. Dünn ist wirklich was anderes. Also fehlerfrei ist er leider nicht, wie wir sehen. Oh, Rundumleuchte. Die funktioniert schon mal. Linker, ja, funktioniert auch. Macht sogar einen Schein, was nicht so selbstverständlich ist. Schauen wir mal das normale Licht an. Funktioniert auch, hinten auch. Dann schauen wir mal hier mit dem Umbit 5 hier diese Lampen, aber er macht keinen Schein. 6 hat er leider keins, also nur mit 6 meine ich. Ja. Immer wieder ein Tageslichtmodus. Und das Ganze natürlich am Tag an. So. Dann haben wir jetzt den. Ja, dann schauen wir uns nochmal außen mal den genauer an. Haben wir irgendwie Flektor, der was jetzt schon eingedreckt ist. So. Da ja genauso von der Seite her, also nicht gerade so schön. An der Seite hier, wenn man den hat, eine Typbilder, nichts oben. Ja, wäre, wenn jetzt die Kabine nicht drauf ist, ne? Oldtimer-Escher. Aber leider ist er nicht schön gemacht. Ja, wenn dir das Video trotzdem natürlich gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du reinschaust. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.